Liebe Freundinnen und Freunde der Werkstatt für gewaltfreie Aktion, begrüße euch ganz herzlich zum diesjährigen Jahrestreffen am 27. März. Leider können wir uns in diesem Jahr nicht live treffen, aber es ist schön, dass sich jetzt für diese Videokonferenz über 40 Menschen angemeldet haben. Darunter sind viele alte Bekannte, Werkstattmitglieder, aber auch Menschen, die aus Interesse an dem Thema heute dazugekommen sind. Herzlich willkommen euch allen. Warum beschäftigen wir uns in der Werkstatt für gewaltfreie Aktion mit dem Thema Degrowth? Sind wir als Werkstatt für gewaltfreie Aktion nicht spezialisiert auf gewaltfreie Konfliktbearbeitung, Mediation, Training für gewaltfreie Aktionen, Entwicklung politischer Kampagnen? Ja, das ist schon richtig. Aber wenn große gewaltfreie soziale Bewegungen ihre Ziele erfolgreich durchsetzen wollen, dann genügt es nicht, mit gewaltfreien Aktionen auf die Straße zu gehen. Es braucht immer auch parallel dazu ein konstruktives Programm, Alternativen zum Bestehenden. Mahatma Gandhi hatte beim Kampf gegen die britische Kolonialherrschaft nicht nur zum Boykott der Tuche aufgerufen, er hat die indische Bevölkerung auch angeregt, Wolle selbst zu spinnen. Das Spinnrad wurde zum Symbol der indischen Befreiungsbewegung. Das war das konstruktive Programm. Die Anti-Atomkraftbewegung, die 1974 mit der Platzbesetzung in Wiel begann, hat nicht nur sehr erfolgreich mit großen Demonstrationen gegen Atomkraftwerke protestiert. Ein Jahr nach der Platzbesetzung fand am Kaiserstuhl die erste Messe für Solarenergie statt. Und 1977 wurde das Öko-Institut in Freiburg gegründet, das alternative Energieformen entwickelt bis heute. Irgendwann im Laufe der Jahrzehnte wurde dann klar, wir brauchen die Atomkraft nicht, weil es genügend umweltfreundliche Alternativen gibt. Konstruktives Programm. Und so gehört für uns in der Werkstatt auch das Nachdenken über Alternativen, die Beschäftigung mit den konstruktiven Alternativen mit zu unserem Programm. Wenn wir also heutzutage den Klimawandel wirksam bekämpfen wollen, dann brauchen wir einerseits die kreativen Aktionen der SchülerInnen von Fridays for Future oder die rebellischen gewaltfreien Aktionen von Extinction Rebellion. Wir brauchen andererseits aber auch eine Vision, wie eine Gesellschaft klimafreundlich leben und arbeiten kann. Dabei reicht es nicht nur einfach, technische Alternativen etwa im Bereich der Energie zu entwickeln und alles andere so weiterlaufen zu lassen. Wir brauchen ein Umdenken auf großer Linie. Und das geschieht mit dem alternativen Konzept von Degrowth oder auch Postwachstum. Was es genau damit auf sich hat, das wird uns jetzt unsere heutige Referentin Sarah Fromm vorstellen. Sarah Fromm ist nicht nur eine Expertin auf dem Gebiet von Degrowth, sie ist auch die neue hauptamtliche Mitarbeiterin der Werkstatt für gewaltfreie Aktion in Freiburg. Zum 1. April wird sie Christoph Besemer ablösen. Und sie hat schon seit einem halben Jahr im Freiburger Büro mitgearbeitet. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für die Werkstattarbeit gewinnen konnten. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Und jetzt hast du das Wort. Hallo, jetzt von meiner Seite. Ich bin Sarah Fromm, neue Hauptamtliche bei der Werkstatt für gewaltfreie Aktion als Geschäftsführerin und Trainerin. Und ich bin gleichzeitig auch Mitglied bei Research und Degrowth. Das ist eine akademische Organisation, die sich eben mit Degrowth beschäftigt. Und im Zuge dieses Engagements und im Jahrestreffen der Werkstatt möchte ich heute in den nächsten 40 Minuten circa über Degrowth sprechen als Alternative zum zerstörerischen und gewaltvollen derzeitigen Wirtschaftssystem. Und dafür habe ich mir folgende Struktur überlegt. Ich würde einmal gerne am Anfang kurz anreißen, was eigentlich das Problem ist mit unserem jetzigen Wirtschaftsmodell und dann übergehen zu einer dieser Lösungen, die immer wieder präsentiert werden oder scheinbaren Lösungen, und zwar das grüne Wachstum, und da auch ein paar Worte dazu verlieren. Und dann würde ich gerne einsteigen in das Konzept von Degrowth oder auch Postwachstum und dann diese Verknüpfung herstellen zum Thema Frieden, warum ich es auch als wichtig empfinde, dass wir eben beim Jahrestreffen der Werkstatt für gewaltfreie Aktionen in Baden über dieses Thema sprechen.
Und dann als letztes noch die Verbindung herstellen zu Degrowth als Vision allgemein für soziale Bewegungen und hier auch im Speziellen nochmal zu Klimagerechtigkeitsbewegung und Friedensbewegung eingehen. Im Kampf um Ressourcen wie eben Bodenschätze und Land ist aktuell die zweithäufigste Ursache für Konflikte. Und die Klimakrise, die verschärft diese Konflikte bereits jetzt und wird sie dann eben auch in Zukunft noch viel weiter verschärfen durch steigende Ressourcenknappheit, aber auch durch mehr Naturkatastrophen. Und die Menschen, die dabei historisch gesehen am wenigsten zu der Klimakrise beigetragen haben, die leiden auch jetzt schon bereits am meisten unter den katastrophalen Folgen. Denn die Menschen in den globalen Ländern des globalen Südens werden jetzt auch schon vermehrt von Naturkatastrophen und dem steigenden Meeresspiegel bedroht. Und das, obwohl sie eben viel weniger CO2 ausgestoßen haben als Länder des globalen Nordens. Die Ressourcenkonflikte, die innerhalb nationaler Grenzen stattfinden, aber eben auch solche auf globaler Ebene, werden dabei besonders auch durch Profitinteressen und Konkurrenzkampf angeheizt. Und dabei zerstört dann das westliche Wirtschaftssystem gleichzeitig auch seine eigene ökologische Grundlage. Und unser aktuelles Wirtschaftsmodell ist, wenn man mal ein bisschen genauer darüber nachdenkt, eigentlich auch vollkommen von der Realität losgelöst. Denn Wirtschaft wird dann als etwas propagiert, was über der natürlichen Umwelt und über der Gesellschaft steht. Und es wird damit dann vollkommen missachtet, dass man für jegliche Wirtschaftsaktivitäten auch die Natur nutzt. Also beispielsweise Land, Energie oder auch andere Ressourcen. Und dann ignoriert dieses Modell gleichzeitig auch, dass Teile der Gesellschaft, das sind meistens die ärmeren oder auch die diskriminierten Bevölkerungsgruppen, die verschiedensten Formen von unbezahlter Arbeit leisten. Das Modell, wie unsere jetzige Wirtschaft praktiziert wird, sieht dann ungefähr so aus. Wie bereits gesagt, sonderlich realistisch finde ich das Ganze nicht. Denn tatsächlich ist diese ominöse Wirtschaft, von der immer alle sprechen, ein menschlich erschaffenes Konstrukt, das in die Natur eingebettet ist, beziehungsweise in die Umwelt und von der Gesellschaft getragen wird. Nicht andersherum, wie hier gerade dargestellt. Wir können nämlich nur so viel wirtschaften, wie wir natürliche Ressourcen zur Verfügung haben und kein Stück mehr. Das finde ich ziemlich einleuchtend, gar nicht sonderlich schwer zu verstehen. Wir als Gesellschaft sind dann auch gleichzeitig Teil der Umwelt und unsere Wirtschaftsweise ist, ganz gemäß der Definition von Wirtschaft, die Art der Organisation, mit der wir dann unsere menschlichen Bedürfnisse befriedigen. Realistischer wäre es also wesentlich, wenn unser Modell ungefähr so aussehen würde. Die Wirtschaft eingebettet in unsere Gesellschaft und Wirtschaft und Gesellschaft dann wiederum Teil von Umwelt und nicht darüber hinausgehend. Denn wenn unsere Wirtschaft eben nicht so eingebettet ist, dann passiert eben genau das, was wir gerade in Deutschland und in vielen anderen Ländern des globalen Nordens aus ökologischer Sicht sehen. Es werden planetare Grenzen überschritten. Der Begriff der planetaren Grenzen wurde von dem schwedischen Nachhaltigkeitsforscher Johan Rockström entwickelt. Und es geht dabei um die ökologischen Grenzen der Erde. Und wenn wir diese überschreiten, dann ist eben die Stabilität des Ökosystems und damit auch die Lebensgrundlagen der Menschheit gefährdet. Aber es ist nicht nur die Umwelt, die eben unter diesem unersättlichen Drang nach Wirtschaftswachstum leidet. Denn PolitikerInnen und Wirtschaftslobby setzen sehr gerne exponentielles Wachstum, gerne auch mit einer Steigerung des Wohlstands einer ganzen Nation gleich. Allerdings zeigen Studien, dass das Wohlergehen bzw. auch das Wohlbefinden einer Bevölkerung gar nicht von Wirtschaftswachstum abhängt bzw. dass es ab einem bestimmten Wirtschaftswachstum in den Ländern des globalen Nordens nicht mehr ansteigt. Also mehr Wirtschaftswachstum bedeutet dann in diesen Ländern nicht mehr mehr Wohlbefinden in der Bevölkerung.
Ab einem gewissen individuellen oder kollektiven Einkommen übersteigen dann nämlich die sozialen und ökologischen Folgen die Vorteile des Ganzen. Ganz gut darstellen kann man das als Beispiel mal am Bruttoinlandsprodukt, also dem BIP, denn EntscheidungsträgerInnen erheben sehr, sehr gerne dieses BIP zu einem ultimativen Maßstab in unserem wirtschaftswachstumsgesteuerten System. Und damit wollen sie dann das gesamte Wohlergehen unserer Gesellschaft messen und das natürlich auch noch des Planeten gleich mit dazu. Das BIP wird dann angeführt, um zu messen, wie es uns in unserem Land gerade geht. Dass dabei bei den Berechnungen des BIP außer ökonomischen Faktoren wie beispielsweise Exporte oder bezahlte Arbeit keine Form von unbezahlter Arbeit beachtet wird, scheint den Entscheidungsträgerinnen irgendwie gerade recht zu sein. Denn beispielsweise Sorgearbeit, das sind also alle Tätigkeiten, die so um sich sorgen und sich kümmern fallen, die beschreiben, beschreibt diese Art von Sorgearbeit und wird verstärkt von Frauen geleistet. Und darunter fallen besonders Kinderbetreuung und Altenpflege, aber eben auch familiäre Unterstützung oder einfach nur die Hilfe zwischen NachbarInnen oder in Gemeinschaften. Die werden eben ins BIP gar nicht mit eingerechnet. Und genauso wenig wird dann eben auch Ressourcenverbrauch mit einberechnet. Also die Umweltzerstörung, wie eben mit Ressourcenverbrauch einhergeht, wird in keinster Form im BIP wirklich dargestellt. Wenn also mal als Beispiel im Norden von Deutschland eine Flut passiert und die überschwemmt dann große Teile davon und Tausende von Menschen verlieren ihre Häuser, dann ist das eigentlich gut fürs BIP. Denn die Aufräumarbeiten und der Wiederaufbau, die kurbeln dann mit ihren Kosten für beispielsweise Feuerwehr, SanitäterInnen, aber auch Baufirmen das BIP an. Und dadurch steigt dann das BIP. Und damit auch angeblich der allgemeine Wohlstand in Deutschland. Das finde ich ganz schön abstrus. Dabei zeigt sich, dass das Wohlergehen viel eher abhängig ist von Faktoren wie Gleichheit, demokratischen Strukturen, Zeitwohlstand und dann eben auch die Anerkennung von Sorgearbeit und eben nicht Wirtschaftswachstum. Und darüber hinaus gibt es auch noch einige andere Gründe mehr, warum unser derzeitiges auf Wirtschaftswachstum ausgelegtes Modell nicht zukunftsfähig ist. Bei der kulturellen Kritik beispielsweise wird dann ganz viel über Entfremdung gesprochen. Dann gibt es auch noch antikapitalistische oder feministische Argumente und auch noch Kriterien und beziehungsweise Kritiken aus einer Perspektive von Industrialisierung und Nord-Süd-Beziehungen. Das würde jetzt leider den Rahmen sprengen, diese Veranstaltung, wenn ich darüber auch noch reden würde. Aber deswegen würde ich euch sehr gerne das Buch Degrowth Past Wachstum zur Einführung von Andrea Vetter und Matthias Schmelzer ans Herzen legen. Da wird auch ganz viel in dieser Hinsicht noch beschrieben. Und neben dieser Kritik am Wirtschaftswachstum so gibt es dann auch noch Menschen, die sagen, naja, Wirtschaftswachstum per se vielleicht nicht gut, aber grünes Wachstum ist ja noch zukunftsfähig. Das sind dann meist BefürworterInnen des Status quo, die sich sehr gerne als grün und progressiv darstellen wollen. Und sie argumentieren eben, dass Wirtschaftswachstum an sich gar nicht unvereinbar sei mit Klimaschutz. Und das ist eben dann der sogenannte grüne Wachstum. Diese Argumentationsweise hängt aber ganz fundamental davon ab, dass das BIP weiter wachsen kann, während aber gleichzeitig Energie- und Ressourcenverbrauch in absoluten Zahlen zurückgehen. Das nennt man auch die sogenannte Entkopplung. Und das soll dann eben vor allem durch technologischen Fortschritt passieren. Die technischen Innovationen werden dann also als Wundermittel angeführt, um uns vor der endgültigen Klimakrise zu retten. Und das Problem an der Geschichte ist, dass es für diese Art der Entkopplung keinerlei wissenschaftliche Belege gibt und sie deswegen als höchst unwahrscheinlich gilt. Sich bei der Lösung der Klimakrise auf nicht
entwickelte, sozial und ökologisch äußerst fragwürdige Technologien zu verlassen, das können wir uns einfach gar nicht leisten. So bleibt das grüne Wachstum leider eine Mär, die vor allem von Institutionen und Menschen, die gerne den Status quo beibehalten möchten, verbreitet wird. Und dabei haben dann auch technische Innovationen oftmals noch einen schönen, unschönen Nebeneffekt. Denn je effizienter wir eine Ressource nutzen, desto mehr wird sie im Endeffekt auch genutzt. Wenn also beispielsweise ein Haushalt sich eine neue Waschmaschine anschafft, die dann besonders effizient ist, also weniger Energie braucht pro Waschgang oder weniger Wasser, diese wird dann aber im Endeffekt öfter genutzt. Und dann wird eben in der Summe sogar mehr Wasser und mehr Energie verbraucht. Das Ganze kann man auch bei benzinsparenden Autos genauso sehen. Dieser Effekt, den nennt man Rebound-Effekt. Und es gibt ihn sozusagen auch in einer indirekten Form. Das wäre dann, wenn man Geld spart, weil man eben nicht in den Urlaub fliegt, aber dann mit diesem Geld, das man gespart hat, etwas anderes kauft, das eben auch mit Energieaufwand verbunden war. Und als Kritik an diesem allgemein sehr zerstörerischen und gewaltvollen System hat sich dann in den letzten 20 Jahren das Konzept von Degrowth verstärkt entwickelt. Das Wort Degrowth bedeutet auf Deutsch so viel wie Wachstumsrücknahme oder auch Endwachstum. Und dabei verwenden wir dann im Deutschen die Begriffe Degrowth und Postwachstum sehr bedeutungsgleich. Im Englischen allerdings gibt es dann auch nochmal eine Unterscheidung zwischen den Begrifflichkeiten Degrowth und Postgrowth. Das zentrale Ziel von Degrowth ist es, dass wir ein niedrigeres und damit auch nachhaltiges Level von Produktion und Konsum erreichen. Damit soll dann ein gutes Leben für alle innerhalb der planetaren Grenzen möglich werden. Und dass vor allem die einkommensstarken Länder im globalen Norden sind, die einen sehr hohen Konsum pro Kopf aufweisen, ist Degrowth ganz klar eben auch eine Forderung an den globalen Norden. Und dabei ausschließlich dann auf Suffizienz, also die materielle Genügsamkeit zu setzen, reicht dabei ganz klar nicht aus. Denn es gibt mehr und mehr Diskussionen über nachhaltigen oder eben auch weniger Konsum, wie dann eben zum Beispiel der Trend von sogenannten Minimalismus zeigt. Aber die alleinige Kritik am übermäßigen Konsum wirkt sehr oft auch depolitisierend. Was wir eigentlich brauchen, ist ein Systemwandel. Und dafür braucht es eine radikale Umverteilung von Ressourcen und einen kulturellen Wandel hin zu gemeinsamen Werten wie Sorge, Solidarität und Autonomie. Wichtig ist mir auch nochmal klarzustellen, dass es bei Degrowth keineswegs um eine Rezession geht, wie wir sie eben auch beispielsweise gerade in der Corona-Krise erleben. Denn eine Rezession bedeutet im Endeffekt die unerwünschte Verkleinerung der aktuell existierenden Ökonomie. Denn unser derzeitiges Wirtschaftssystem braucht eben Wachstum, um nicht komplett zu kollabieren. Und diese Rezessionen haben dann oft katastrophale Folgen. Große Haushaltsdefizite, steigende Arbeitslosigkeit und verstärkte Armut. Und ganz im Gegensatz dazu geht es eben bei Degrowth um einen kompletten Wechsel zu einer neuen Ökonomie. Einer neuen Ökonomie, die nicht von Wirtschaftswachstum abhängig ist. Und dann müssen wir uns natürlich fragen, welche Sektoren der Wirtschaft in eben solcher Postwachstumsgesellschaft schrumpfen sollten. Und welche Sektoren sollten eigentlich gleich groß bleiben oder eben noch größer werden. Beispielsweise Bildung und Gesundheitsversorgung, die müssten auf jeden Fall ausgebaut werden, damit wir eine ökologische und sozial gerechtere Zukunft anstreben können. Auf der anderen Seite gibt es dann eben umweltschädliche Sektoren, die dann oft auch noch soziale Ungleichheiten antreiben, wie eben beispielsweise der fossile Energiesektor oder eben die Werbeindustrie. Und diese sollten dann ganz klar schrumpfen. Und dass sich dann bei diesem Wandel unserer Prioritäten das ganze Wirtschaftswachstum höchstwahrscheinlich verringert,
ist im Endeffekt eigentlich Nebensache. Das Wort Degrowth, also Entwachstum, vor allem deswegen, weil uns das Wirtschaftswachstum in unseren westlichen Gesellschaften eben derzeit als Wundermittel für all unsere Probleme aufgetischt wird. Steigende Armut, Wirtschaftswachstum. Mehr soziale Ungleichheit, wir brauchen mehr Wirtschaftswachstum. Mehr Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum. Was wir aber brauchen, ist ein kultureller Wandel. Denn einfach formuliert geht es bei Degrowth darum, sicherzustellen, dass jede und jeder ein gutes Leben haben kann. Es geht darum, gemeinschaftlich und demokratisch herauszufinden, was wir für ein gutes Leben benötigen. Ist es wirklich das neueste iPhone, die Reise auf dem Kreuzfahrtschiff, das flotte Auto und der bestbezahlte Job? Oder geht es vielleicht auch eher darum, dass wir enge und nährende Beziehungen mit unseren FreundInnen, NachbarInnen, unserer Familie haben, um gut zu leben? Brauchen wir vielleicht einfach genug freie Zeit, über die wir frei entscheiden können, ob wir damit eine Party machen wollen mit unseren FreundInnen, ob wir ein gutes Buch lesen wollen oder eine Wanderung machen? Und dann müssen wir uns fragen, was brauchen wir letztendlich für ein Wirtschaftswachstum, welches uns dient in unserem Streben nach einem guten Leben, anstatt uns dann vollkommen einzunehmen. Und dabei ist dann Degrowth, obwohl ich jetzt hier so spreche, als wäre es etwas ganz Neues, gar kein brandneues Konzept. Denn das erste Mal tauchte der Begriff auf Französisch, Décroissance, im Jahr 1972 auf. Und zwar relativ zeitgleich vom Sozialphilosophen André Gortz benutzt, sowie dem Bericht des Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, von dem einige von euch bestimmt schon gehört haben. Und diese entfachten eine breite Debatte. Und dann in den frühen 2000er Jahren circa entwickelte sich Degrowth zu einer Art aktivistischen Slogan, und zwar zuerst in Frankreich, danach dann auch in Spanien und Italien. Und tatsächlich erst 2008 bei der ersten internationalen Degrowth-Konferenz in Paris kam dann der englische Begriff Degrowth auf. 2 Jahre später dann, also in 2010, trat Degrowth bzw. das deutsche Wort Postwachstum in Deutschland mehr und mehr in den Vordergrund in Diskussionen, was besonders angestoßen wurde durch die Gründung des Netzwerkwachstumswende. Und heute ist Degrowth in vielen Kreisen kein unbekanntes Konzept mehr. Jedes Jahr gibt es beispielsweise eine Degrowth Summer Schule, die dann auf einem der Klimacaps stattfindet. Und das Konzeptwerk Neue Ökonomie aus Leipzig beschäftigt sich eingehend und durchgehend mit dem Thema. Und auch weiterhin gibt es weltweit internationale Degrowth-Konferenzen, dieses Jahr beispielsweise 2 Stück, weil die von letztem Jahr wegen Corona ausgefallen ist. Einmal in den Niederlanden und einmal in Großbritannien. Außerdem gibt es parallel dazu auch immer mehr Menschen, die in sozialen Bewegungen aktiv sind, die Degrowth unterstützen und versuchen auch in ihren Aktivismus einzubringen. Denn Degrowth ist Theorie und Praxis, Forschungsfeld und Aktivismus zugleich. Wie könnte es also aussehen, wenn wir diesen Weg der Transformation gehen wollen? Meiner Meinung nach brauchen wir statt Geoengineering und anderen technologischen Allheilmitteln ganz klar Lösungen, die jetzt schon umsetzbar sind. Das wäre beispielsweise ein bedingungsloses Grundeinkommen, ein Maximaleinkommen, eine 4-Tages-Arbeitswoche, die Abschaffung des Bruttoinlandsprodukts als Wohlstandsindikator, aber auch die Förderung von solidarischer Ökonomie, die Reduktion von Werbung und das Divestment aus fossilen Industrien. Und solche politische Maßnahmen können als gesetzliche Rahmenbedingung die sozial-ökologische Transformation vorantreiben. Es geht aber ganz klar keineswegs darum, jetzt so eine Art Ökodiktatur zu etablieren, wo dann in einem Top-Down-Verfahren gegen den Willen der Bevölkerung Maßnahmen umgesetzt werden. Vielmehr geht es, wie ich vorher schon versucht habe zu erwähnen, um ein gesamtgesellschaftliches Umdenken
und eine freiwillige kollektive Verhaltensänderung unterstützt durch entsprechende gesetzliche Vorschriften. Und diese Transformation muss eben nicht nur ökologisch, sondern auch sozial gerecht sein. Das bedeutet dann konkret, dass Menschen, die derzeit in umweltschädlichen Industrien arbeiten, wie beispielsweise in der Autosindustrie, umgeschult werden müssen und dann beispielsweise arbeiten in der Produktion von öffentlichen Verkehrsmitteln. Jetzt würde ich gerne nach dieser ausführlichen Beschreibung von Degrowth einmal darauf eingehen, was Degrowth eigentlich mit Frieden zu tun hat und warum ich diesen Vortrag gerade im Rahmen des Jahrestreffens der Werkstatt für gewaltfreie Aktion halte. Und für diejenigen unter euch, und da zähle ich auch ganz klar mich dazu, die sich bisher noch nicht ganz so ausgiebig mit Friedens- und Gewaltdefinitionen auseinandergesetzt haben, würde ich da erstmal einen kleinen Einstieg machen. Denn in der Friedenspädagogik wird seit Mitte der 60er Jahre auf den Friedens- und Gewaltbegriff des norwegischen Konflikt- und Friedensforscher Johan Galtung zurückgegriffen. Allgemein definiert Galtung Gewalt als etwas, das, und hier zitiere ich, dann vorliegt, wenn Menschen so beeinflusst werden, dass ihre aktuelle körperliche und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potenzielle Verwirklichung. Und dabei unterscheidet er dann von drei verschiedenen Formen der Gewalt. Es geht da einmal um die personale oder direkte Gewalt, die wir hier ganz oben sehen. Da geht es dann um die gezielte Verletzung und körperliche Schmerzzufügung. Sie wird von einem ganz bestimmten Akteur ausgeübt und ist damit beobachtbar oder eben auch sichtbar. Beispielsweise Schläge, Folter, aber auch verbale Beleidigungen fallen unter diese direkte Gewalt. Und als zweites haben wir dann strukturelle oder indirekte Gewalt. Sie verletzt Bedürfnisse, aber niemand ist so direkt TäterIn. Niemand kann beobachtet werden, wie Gewalt ausgeübt wird. Diese Gewalt ist ins System eingebaut und sie äußert sich dann in ungleichen Machtverhältnissen und dann folglich auch in ungleichen Lebenschancen. Und sie behindert dadurch auch die freie Selbstentfaltung. Beispielsweise die niedrigere Lebenserwartung von ärmeren Menschen wäre eine Form von struktureller Gewalt. Und als drittes gibt es dann noch die kulturelle Gewalt. Sie beschreibt eigentlich jede Form oder jede Eigenschaft einer Kultur, mit deren Hilfe dann direkte oder strukturelle Gewalt legitimiert wird. Sie trägt also zur Rechtfertigung der Gewalt bei, sie tötet aber nicht direkt. Und kulturelle Gewalt ist sehr tief verankert in unseren Gesellschaften, beispielsweise in Religion und Ideologie, in Sprache und Kunst, Wissenschaft und Recht, mit Medien und Erziehung. Beispiele wären hier die generelle Akzeptanz von Gewalt, gesellschaftliche Rollenbilder oder der Scham im gesellschaftlichen Umfeld. Aber eben auch Ideologien wie die rechtsextreme Ideologie der Ungleichheit, deren extremste Form die rassistische Theorie vom sogenannten Herrenvolk darstellt. Und Galtung sagt dann auch noch, wenn strukturelle Gewalt institutionalisiert ist und kulturelle Gewalt verinnerlicht ist, dann steigt die Gefahr, dass auch die persönliche direkte Gewalt sich verfestigt. Wenn wir also ganz genau hinschauen, dann sehen wir eigentlich, dass die verschiedensten sozialen Bewegungen zu den Themen von Gewalt arbeiten und damit auch zu den Themen von Frieden oder dem Thema Frieden. Kulturelle Gewalt findet zum Beispiel in Form von Misogynie, also der ideologischen Vorstellung, dass Männer, Frauen und queeren Menschen überlegen sind, statt. Misogynie drückt sich dann aus in Sexismus als strukturelle Gewalt. Das ist dann zum Beispiel ungleiche Bezahlung bei Lohnarbeit oder auch die ungleiche Verteilung von Sorgearbeit. Und noch ein weiteres Beispiel wäre das Victim Blaming, also die Opferbeschuldigung, wie sie eben oft bei Missbrauchsvorwürfen vorkommt. Das sind alles die Beispiele von struktureller Gewalt.
Und dann wird sie ganz direkt, wirkt sich diese ganz direkt institutionalisierte und kulturell legitimierte Gewalt in häuslicher Gewalt gegen Frauen, in Femiziden und vermehrten Angriffen auf queere Menschen aus. Und das zweite anschauliche Beispiel, das mir bei der Vorbereitung noch eingefallen ist, ist auf jeden Fall Rassismus. Denn diese Form der strukturellen Gewalt manifestiert sich dann nicht nur in schlechteren Jobchancen oder im Racial Profiling, also dass aufgrund von Stereotypen und äußeren Merkmalen rassistische Polizeikontrollen stattfinden, sondern eben noch in vielen anderen Formen mehr. Und auch hier häufen sich dann die gewalttätigen körperlichen Angriffe auf BIPOC, also nicht weiße Menschen, und auch die rassistischen Beleidigungen. Und dieser Rassismus wird dann kulturell legitimiert durch die Idee der Rassentheorie. Und sie findet sich dann auch beispielsweise in unserem Sprachgebrauch wieder oder auch in der Darstellung von Stereotypen über Menschen aus afrikanischen Ländern. Es gibt da noch einige weitere Beispiele wie Klassismus und Ableismus, also die Diskriminierung von Menschen aufgrund von vorhandenen Beeinträchtigungen. Neben Gewalt hat dann Johann Galtung 1971 auch noch das Konzept von Frieden bzw. von positiven Frieden entwickelt. Dieser unterscheidet sich vom negativen Frieden, denn negativer Frieden ist quasi nur die reine Abwesenheit von Gewalt und Krieg. Und positiver Frieden geht da nochmal darüber hinaus und verneint auch strukturelle Gewalt, die oft wesentlich subtiler auftritt. Und diese strukturelle Gewalt geht eben sehr oft mit Ungleichverteilung von Ressourcen und von Macht über die Verteilung über jene Ressourcen einher. Und Degrowth strebt, wie ich bereits erwähnt habe, die Abschaffung dieser Ungleichverteilung ab. Kolonialismus, der in Rassismus seinen Ursprung hat, führt beispielsweise zu sehr gewaltvollen Konflikten durch das Landgrabbing als eine Form, also die Aneignung von Land für politische oder wirtschaftliche Zwecke. Und von diesen gewalttätigen Aneignungen sind sehr, sehr oft indigene Bevölkerungsgruppen betroffen, wie wir es beispielsweise im Amazonas in Brasilien sehen. Die Flächen dienen dann, die angeeignet wurden, dienen dann beispielsweise der Produktion von Sojamitteln für den Fleischkonsum bei uns im globalen Norden. Oder auch dem Abbau von Kohlevorkommen und der Konstruktion von Minen für die Produktion von Konsumgütern für uns im globalen Norden. Hier findet also eine ganz konkrete personale Gewalt gegen Menschen im globalen Süden statt, angetrieben von unserem westlichen Wirtschaftsmodell. Globale Gerechtigkeit kann also erst erreicht werden durch den geplanten Degrowth im globalen Norden, der damit dann auch den Ländern des globalen Südens wieder Platz lässt, eigene Perspektiven jenseits von westlichen ökologisch desaströsen Entwicklungsmodellen selbst zu entwickeln. Außerdem steht dann auch Degrowth aus unserer Sicht, also aus Ländern des globalen Nordens, für ein erweitertes Demokratieverständnis, indem wir dann lokale Regierungs- und Selbstverwaltungsstrukturen stärken wollen. Wie beispielsweise der dritten Forder von Extinction Rebellion, wo es dann um Bürgerinnenräte geht. Und damit soll dann eben auch strukturelle Gewalt in Form von Beteiligung in Benachteiligung in Beteiligungsprozessen überwunden werden. Darüber hinaus ist dann eben auch die bereits erwähnte feministische Perspektive von Degrowth für die Überwindung von struktureller Gewalt besonders wichtig. Also brauchen wir viele Diskussionen um das Thema Arbeit, bezahlte Arbeit, unbezahlte Urlaubsarbeit und Sorgearbeit allgemein. Und damit sollen auch wiederum die herrschenden Ungleichverteilungen transformiert werden. Wer also ganz genau hinschaut, der entdeckt in Degrowth viele Aspekte, die in unterschiedlichen sozialen Bewegungen zentral sind. Einmal das Aufhalten der Klimakrise bzw. der Zerstörung der Umwelt allgemein in der Klima- und Umweltbewegung. Das Streben nach
Geschlechter- und Gendergerechtigkeit in der queer-feministischen Bewegung. Der Kampf gegen globale und nationale Ausbeutungsstrukturen der Antirassismusbewegung und dem Ziel eines globalen friedlichen Zusammenlebens der Friedensbewegung. Obwohl Degrowth auch oft als soziale Bewegung bezeichnet wird, sehe ich in Degrowth vor allem eines, eine Vision. Und zwar eine Vision von einer besseren, gerechteren Welt für alle. Der amerikanische Soziologe Eric Olin Wright nennt solche Art der Visionen auch emanzipatorische Utopien. Dass Utopien dann oftmals keinen besonders guten Ruf haben, vor allem nicht unter RealistInnen, finde ich persönlich problematisch. Denn sie sind äußerst wichtig für soziale Bewegungen. Sie statten uns aus mit einer positiven Idee für die Zukunft, mit einer Vision, die wir gemeinschaftlich anstreben. Dass wir dann dabei gar nicht ganz genau wissen, wie dieser Weg zu dieser Utopie eigentlich aussieht, spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Denn wenn wir dann immer auf diesen einen Moment warten, den perfekten Moment, dass wir einen perfekten Plan haben für unsere gemeinsame sozial-ökologische und gewaltfreie Zukunft, dann diskutieren und basteln wir wohl bis zum Zeitpunkt des endgültigen Kollapses daran herum. Ausschlaggebend ist es also vor allem, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Hier und heute. Nicht erst nach der nächsten Bundestagswahl und auch nicht erst nach dem nächsten Plenumstreffen. So sind diese Utopien nicht nur ein Anspüren von Menschen, die innerhalb sozialer Bewegungen organisiert sind, sondern sie haben auch einen Mobilisierungscharakter nach außen. Visionen können uns also auch helfen, den langen Atem nicht zu verlieren, den wir brauchen als soziale Bewegung, um die herrschenden Verhältnisse zu ändern, Schritt für Schritt. Und wie bereits eingehend beschrieben, ist Degrowth eine Vision für eine sozial-ökologische Transformation und ein gutes Leben für alle. Allerdings fehlt es aus meiner Sicht der Degrowth-Gemeinschaft immer noch an einer besseren Verknüpfung zwischen AktivistInnen, die nicht unbedingt Forschungsaktivismus betreiben. Und dafür steht Degrowth auch immer wieder in der Kritik. In meinen Augen braucht es auf jeden Fall eine diverse und unterschiedliche Form von oder unterschiedliche Formen von Aktivismus für eine erfolgreiche transformative Bewegung. Das Konzept von Degrowth ist eine breite Vision, die viele verschiedene Aspekte eines guten Lebens für alle beinhaltet. Für mich ist diese Komplexität und Vielfalt eins der wichtigsten Elemente von Degrowth, die für mich auch die Schönheit und die Relevanz von Degrowth ausmacht. Aber auf jeden Fall muss man auch sagen, dass diese Komplexität manchmal ein Hindernis sein kann, um Degrowth wirklich weit zu verbreiten. Es ist manchmal schwierig zu kommunizieren, um was es bei Degrowth geht. Es ist deswegen vielleicht nicht das allerbeste Konzept, um Menschen zu mobilisieren, um wirklich auf den Straßen zu protestieren. Dazu sehe ich dann die Frieden und Klimagerechtigkeit ganz klar als zwei Themen, bei denen vielleicht auch der Weg ein großer Teil des Ziels ist. So wie ich sie wahrnehme, sind Klimagerechtigkeit und Frieden keine vollständigen, lebendigen und bunten Vorstellungen von einer sozial-ökologischen und gewaltfreien Zukunft. Es geht bei den beiden Konzepten vielmehr um den Prozess, also um Friedensbildung und die sozial-ökologische Transformation. Und deswegen haben sie im Gegensatz zu Degrowth einen klaren Aufrufcharakter, einen Aufruf zur Aktion und zur Beteiligung an sozialem Wandel. Deswegen glaube ich, dass die Perspektiven der Friedensbewegung und der Klimagerechtigkeitsbewegung deswegen ein Verständnis von Degrowth unterstützen könnten, das Degrowth attraktiver machen kann. Ein Verständnis von Degrowth als gewaltfreier und demokratisch geführter Wandel unserer Gesellschaft, welcher eben nicht auf der Ausbeutung und Erniedrigung von Natur, Tier und Mensch beruht. Im Gegensatz dazu
kann auch meiner Meinung nach die Klimagerechtigkeits- und die Friedensbewegung von Degrowth profitieren. Denn Proteste und Forderungen im Namen der Friedens- und Klimagerechtigkeitsbewegung beziehen sich sehr oft auf konkrete Fälle. Sei es da beispielsweise die Kampagne für die Abschaffung von Atomwaffen oder auch schulfrei für die Bundeswehr, bei der eben gefordert wird, dass es Bundeswehr-Werbeveranstaltungen geben kann. Zu nennen sind da auch die Aktionen von Ende Gelände, die sich für einen sofortigen Kohleausstieg einsetzen, oder den Demonstrationen von Fridays for Future, die für politische Maßnahmen sorgen wollen, die der Klimaerwärmung bei 1,5 Grad wirklich Einhalt gebieten. Und all diese Kämpfe verbindet unter anderem eine Sache, denn sie sprechen sich gegen ein bestimmtes Projekt aus, eine bestimmte Praktik oder auch ein Gesetz. Und wenn sie sich dann für etwas aussprechen, dann sind es eher kleinteiligere Ideen und kein gesamtes, komplexes, neues Gesellschaftsbild. Degrowth mit seinen visionären Eigenschaften könnte also Friedens- und Klimagerechtigkeitsbewegungen helfen, klarere Vorstellungen davon zu haben, für was für eine gesamtgesellschaftliche Vision einer neuen Welt wir eigentlich kämpfen und die dann eben auch Frieden und Klimagerechtigkeit beinhaltet. Für etwas zu kämpfen macht unseren Kampf aus strategischer Sicht nämlich wesentlich attraktiver für Außenstehende. Für eine Vision zu kämpfen hilft Aktiven, sich nicht von einzelnen Gewinnen oder Niederlagen für einen konkreten Fall ablenken zu lassen. Denn Eliten nutzen sehr gerne diese Ablenkungstaktik, um Gruppen und Bewegungen eigentlich glauben zu machen, dass sie den gesamten Kampf gewinnen oder verlieren, obwohl sie eigentlich tatsächlich nur erfolgreich waren oder eben nicht erfolgreich darin waren, ein ganz konkretes Projekt oder beispielsweise eine Gesetzesänderung zu verhindern. Und dies ist dann ein scheinbar einfacher Weg, um Menschen im Widerstand mundtot zu machen. Der Weg zu Klimagerechtigkeit, Frieden und Degrowth ist allerdings ein sehr langer Weg. Und wir brauchen Hoffnung, wir brauchen einen langen Atem. In der Klimagerechtigkeitsbewegung gibt es ganz klar aber auch schon einzelne Gruppen, die einen Systemwandel fordern. Beispielsweise mit dem Slogan System Change, not Climate Change. Doch wie es da in der Friedensbewegung aussieht, da bin ich mir gar nicht so sicher. Und eins will ich aber am Schluss auch noch sehr gerne klarstellen. Die Degrowth-Gemeinschaft sollte meiner Meinung nach bescheiden genug sein, nicht anzunehmen, dass jetzt andere Bewegungen den Begriff Degrowth übernehmen und darin dann ihre gesamte Narrative orientieren. Denn davon auszugehen, dass Degrowth eine Dachbewegung sein könnte, das finde ich eine eher arrogante Einstellung in Betracht der sehr langen Geschichte und der zahlreichen Erfolge der alten sozialen Bewegungen. Worauf ich also stattdessen hinaus will, ist die Chance, die sich durch Degrowth als Vision bietet. Durch die Corona-Krise werden die Ideen von Degrowth stärker diskutiert. Und viele neue Menschen hören von dem Konzept und den Ideen, die da dahinter liegen. Auch viele Menschen haben gesehen, wie eine Stadt mit Fahrrädern anstatt aussehen kann, wie sich die Natur auch wieder erholen kann von geschändeten Landschaften, die vorher vom Massentourismus gebeutelt wurden. Degrowth ist eine Vision eines guten Lebens für alle. Für die Menschen von heute und die Menschen von morgen. Dieses gute Leben braucht eine intakte Umwelt und sie bietet keinen Raum für jegliche Form von Gewalt. Damit ist es auch eine Vision für die Friedens- und Klimagerechtigkeitsbewegung. Vielen Dank.